Johann Gudinus von der FPÖ ist nun am Wort. Sehr geehrter Herr Staatssekretär, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich über eine sehr lebhafte Debatte heute im Hohen Haus über das Budget der nächsten zwei Jahre oder des heurigen Jahres und des nächsten Jahres. Wir haben ja auch die letzten Tage in den Ausschüssen darüber diskutieren können in den verschiedenen Bereichen. Ich darf kurz eingehen auf die Meldungen meiner Vorredner. Ich habe mir ein paar Stichworte aufgeschrieben, zum Beispiel vom Herrn Kern, Zukunftsvergessen. Ich kann mich erinnern an seine Einstiegsrede als Bundeskanzler vor mittlerweile zwei Jahren. Machtversessen und Zukunftsvergessen, damit will er aufräumen. Ich glaube, da hat er die eineinhalb Jahre danach nicht viel zustande gebracht. Noch immer redet er davon. Er spricht von Voodoo-Rhetorik und die eigene Zahl der Bundesregierung. Ich habe schon bei der letzten Rede gesagt, vor einigen Wochen, wenn Rote rechnen, dann wird es gefährlich. Aber kommen wir zur Voodoo-Rhetorik. Zur Voodoo-Rhetorik, Herr Kern und Herr Schieder. Ihre Reden haben sich so angehört ein bisschen, und da komme ich zurück auf unseren Eingangsdisput, Herr Kern, vor einigen Monaten, zitieren das Faust, das Hexen-Einmaleins. Sie kennen das Hexen-Einmaleins aus der Hexenküche. Du musst verstehen, aus 1 macht 10 und 2 lass gehen und 3 macht gleich, so bist du reich, verlier die 4 aus 5 und 6, so sagt die Hexe und so weiter und so fort. Ich will nicht alles zitieren. Sie wissen aber auch, Herr Kern, weil Sie ja faustfest sind, sattelfest im Faust, was der Herr Faust antwortet auf die Aussage der Hexe. Mich dünkt, die Alte spricht im Fieber. Und genauso verhält es sich mit den Reden eben der Kollegen Kern und Schieder. Wenn wir ein Budget haben, das zum ersten Mal eine Trendwende einleitet, einen Paradigmenwechsel, zum ersten Mal ein Budget, das wieder auf die Österreicher zuerst schaut, auf die Familien, da kann man das auch nicht schlecht reden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist was Gutes, und ich kann nur aufrufen, auch hier zuzustimmen. Ein Budget mit Herz, Hirn und Hausverstand, das ist es. Nicht einfach irgendwie dahergerechnet, sondern natürlich auch zielsicher für die Österreicherinnen und Österreicher. Für Leistungsträger, aber mit sozialem Augenmaß. Wir lassen niemanden im Stich, der es gut meint, aber dem es schlecht geht. Diese Menschen werden nicht im Stich gelassen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Auf keinen Fall. Und wir wissen ja ganz genau, was wir die letzten Jahre erlebt haben. Ja, da wurde unter dem SPÖ, einem roten Bundeskanzler, eigentlich nur das Geld aus der Tasche gezogen. Und jetzt haben wir zum ersten Mal ein Budget, wo die Menschen am Ende des Monats und des Jahres wieder Geld ins Geldbeutel zurückbekommen. Es einfach spüren, dass sie entlastet werden. Und das ist gut so, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das wird spürbar sein für die Österreicher. Und die Regierung geht her und saniert das Budget. Es werden Schulden abgebaut. Das ist ganz klar und feststellbar aus dem Budget. Und die Bürger werden gleichzeitig entlastet. Und ich frage mich wirklich, meine sehr geehrten Damen und Herren von der SPÖ, das Wort entlasten ist anscheinend ein Fremdwort für die SPÖ. Ein Fremdwort. Sie sprechen davon, dass die Bürger belastet werden, aber Sie haben die letzten Jahre nichts anderes getan. Es gibt jetzt mehr Geld für die Familien, Familienbonus Plus, 1,5 Milliarden Euro mehr für Familien, 1,6 Millionen Kinder sind betroffen, 950.000 Familien, und Sie sprechen von Belastungen. Da werden die Familien entlastet, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es gibt mehr Geld für Sicherheit. Es gibt mehr Geld für Sicherheit, nämlich im Bundesheerbereich über 190 Millionen Euro mehr. Und auch das ist gut so, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mehr Geld für die Polizei, eine bessere Ausrüstung, mehr Rückhalt auch für die Beamten, sowohl der Polizei als auch der Bundesheersoldaten, als auch der Justizwache, weil sie tagtäglich eben ihren Kopf für unsere Sicherheit hinhalten und eben auch eine Wertschätzung erfahren sollten. Das leisten wir als türkis-blaue Bundesregierung mit einem Vizekanzler Strache und Bundeskanzler Sebastian Kurz. Auch das ist gut so, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es gibt mehr Geld für die kleinen und mittleren Einkommensbezieher.
Vollkommen klar, 311 Euro mehr, bis zu 311 Euro mehr für die kleinen Einkommensbezieher. Auch das wird möglich gemacht. Es gibt mehr Geld für Soziales und Pflege, mehr Geld für Bildung, Wissenschaft, Forschung, Breitbandausbau, Digitalisierung. Auch das macht diese neue Bundesregierung möglich. Wir halten eben, was wir versprechen. Und wir halten auch das, was wir versprechen, wenn wir gesagt haben, wir wollen sparen, wenn es darum geht, die Sozialzuwanderung nach Österreich einzuschränken, die Magnetwirkung zu verkleinern oder abzustellen. Wir sparen beim Bereich Zuwanderung ins Sozialsystem. Wir sparen beim Bereich Asylwerber und Asylanten, Asylberechtigte. Ja, und wenn es darum geht, die Mindestsicherung auch hier anzugleichen, auch das werden wir zustande bringen, weil es kann nicht sein, Herr Kollege Kern, dass Ihre Genossen in Wien die Mindestsicherung auf ein Maximum weiter heraufschrauben, damit weiter eine Sozialzuwanderung in die Sozialsysteme stattfinden kann und die Wienerinnen und Wiener oder die Österreicher in anderen Bereichen zu Bürgern zweiter Klasse degradiert werden. So wird das nicht weitergehen, Herr Kern und meine Kollegen von der SPÖ. Und es wird deutlich weniger Familienbeihilfe ins Ausland geben. Die Indexierung der Familienbeihilfe, das bringt die neue Bundesregierung auch auf den Weg. Und natürlich eine Reduzierung der Verwaltungskosten. Wir sparen im System. Man kann zusammenfassend sagen, so muss Budgetpolitik, meine sehr geehrten Damen und Herren. So muss Budgetpolitik, genau so muss Budgetpolitik sein und nicht anders. Und wenn wir zum Thema Sicherheit kurz zurückkommen. Für die Polizei gibt es 250 Millionen Euro mehr innerhalb von 2 Jahren. Das hätte früher nicht stattfinden können. 250 Millionen Euro mehr innerhalb von 2 Jahren. Wir bekommen 2.000 Polizisten mehr, wir bekommen 2.100 Polizisten mehr und 2.000 Stellen für Ausbildungsplätze mehr bei der Polizei. Und das ist gut so, meine sehr geehrten Damen und Herren, weil es braucht mehr Präsenz der Polizisten im öffentlichen Bereich. Es braucht mehr Präsenz, wenn es darum geht, dass sich Frauen mittlerweile im Dunkeln nicht mehr allein auf die Straße trauen. Am Praterstern zum Beispiel. Oder in anderen Bahnhofsgegenden, in Linz, in Innsbruck, in Klagenfurt und dergleichen, wo wir durchgreifen werden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Erstens durch mehr Polizei und zweitens durch rigorose Abschiebungen und Anschlusshaft nach einer abgesessenen Haft. Das macht Herr Innenminister Kickl möglich. Wir sorgen für Sicherheit und für Ordnung. Und das ist gut so, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und abschließend darf ich Sie aufrufen, wenn auch ein Fünkchen Hausverstand und Herz vorhanden ist bei der Opposition, diesem guten Budget zuzustimmen. So wie der Budgetentwurf vorliegt, genau so soll ein Budget sein, ist Johann Gudenus von der FPÖ überzeugt und er fordert die Opposition auf, dem zuzustimmen.